Und damit herzlich willkommen zurück bei Biol. Wir befinden uns immer noch in der Region Sekigahara, aber werden nun mit großen Schritten in das wahrscheinlich letzte Gebiet des Spiels vordringen. Ich bin sehr gespannt, ich hoffe ihr auch, und ich wünsche euch immer viel Spaß mit diesem Part. Die Schlacht von Sekigahara spaltete Japan in Ost und West. Nach Kobayakawa Hideakis Treuebruch wandte sich das Schlachtenglück. Und schon geht's weiter. Otani Yoshitsugu ga Kashin, Yuasa Gosuke. Taigi de atta. Ha. いや、須田の小早川秀明でござりまする。逃げた三成めは沢山の城へと落ち延びる三番でありましょう。三成の首はぜひ私めにお任せを。この秀明、霧に苦しめられましたが、東軍へと馳せ参じ、獅子奮迅の活躍。好きにいたせ。小早川殿だけでは難儀であろう。わしも手はずを整えたら、すぐに後を追いまする。 Kelly is there. I'm going to. Naomasa 殿と小早川殿は逃れる石田勢を追って沢山の城へと軍を進めた。じゃがわしらの探るところ、 三成殿はケリー目と共に伊吹山へと落ちたようだ。ウィリアム、お主は天海殿と共に伊吹山へ向かえ。敗軍の将とはいえ、三成殿は油断ならぬ男。気を引き締めて参るのだ。 Ja, und damit geht es, ja, früher oder später in Richtung Kelly. Der wird wahrscheinlich einer der Endgegner sein, vielleicht der einzige Endgegner sein, vielleicht kommen noch mehrere, aber Kelly ist auf jeden Fall hier momentan unser Hauptziel, ihn noch zu erwischen, ihn noch zur Strecke zu bringen. Und ja, die einzige Option, die wir jetzt auch haben hier im neuen Gebiet, Region Omi. Omi, stimmt das? Tatsächlich, Omi, ist hier die nächste Hauptmission mit Missionsstufe, und das ist wirklich ein bisschen krass, 120, finde ich. Wir sind 103. Ja gut, da wir aber jetzt hier keine Möglichkeit anderweitig haben und in den anderen Regionen auch alles erledigt haben, bleibt uns quasi nichts anderes übrig, als hier auch die nächste Hauptmission anzugehen. Und genau das machen wir jetzt. Und die heißt ein entweihter heiliger Berg. Dann sehen wir uns das doch mal an. Der Berg Ibuki ist ein mystischer Ort und seit langem eine wichtige Ausbildungsstätte für angehende Einsiedlermönche. Einsiedlermönche. Es gehen außerdem Gerüchte, dass hier auch Geistersteine zu finden sind, was sicherlich das Interesse dieses verdammten Kelly geweckt hat. Davon können wir ausgehen. Und damit noch nicht genug. Ich habe gehört, dass viele von Mitsunaris Männern und vielleicht sogar Mitsunari selbst sich nach der Niederlage bei Sekigahara hierher verkrochen haben. Ja, okay, dann ist, dann wäre wahrscheinlich Mitsunari und Kelly hier vermutlich als Bossgegner noch gegenübertreten. Ich bin gespannt, und vor allen Dingen auch, wie jetzt die neue Region optisch dargestellt wird. Und los geht's.
Doch mal der Versuch. Der Berg Ibuki erblühte seit den Tagen der Götter und zwar die Heimat zahlreicher unterschiedlicher Schreine. Doch in der Zeit der andauernden Kriege verwahrlosten und verfielen sie. Nun ist aus dem besudelten Berg statt eines Ausbildungsorts für angehende heilige Männer ein Monsterhort geworden. Ach ja, hier fühlen wir uns doch wohl in einem Monsterhort. Berg Ibuki Provinz Omi. Achtung, Karlauer, ob noch Provinz Opi kommen wird. Oh, der ist so schlecht. Da habe ich fast selbst ein bisschen Kotze im Mund. Ja, okay. Wir speichern. Und los geht's. Wahrscheinlich dann direkt in den Berg hinein, oder? Oder lungert hier vielleicht noch so ein Kodama rum? Der erste versteckte irgendwo. Ja, tatsächlich. Wenigstens habe ich jetzt mal nachgeschaut, dass die Kodama heißen. Sonst sage ich immer Männchen. Habe ich das kurz vor Ende des Spiels auch nochmal gelernt. Oh, falscher Weg. Und hier geht's rein. So. Ich bin gespannt, ob wir mit unseren 103 Level hier überhaupt vorwärts kommen noch. Da testen wir es direkt mal hier an diesem Träumer. Und zwar mit unserem neuen Speer. Look at this one. This is our new Speer mit ein bisschen Blitz Power. Den nehmen wir jetzt mal. Und zocken den mal bis zur Vertrautheit. Denn ich denke, unter unser Kurisagama, das ist schon bei 100% Vertrautheit. Aber ich glaube, dieser Speer noch nicht. Wir können aber auch mal nachgucken, anstatt zu mutmaßen. Gucken wir mal nach. Ah, doch, der auch. Auch schon. Ach nein, es war umgekehrt. Wir haben hier einen neuen. Ja, neues, genau, da habe ich vertan. Dann nehmen wir den. Genau, der war neu. Okay, dann weihen wir den jetzt hier mal ein. Oh, die hauen sich gegenseitig auf die Fresse. Ist auch mal schön. So, da wisst ihr schon mal Bescheid, dass ihr hier nicht alleine seid. Ups. Ah. So, wie viel Level ist denn dieser hier? 120. Komm, wir probieren es mal. Wir probieren es mal aus hier. Moin. Na? Schön vorsichtig. Ah, der wehrt jetzt aber ein bisschen lange ab, konsequent. Dann zieht sich das natürlich.
Oh oh. Ja, 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 ja. Ja, er zieht schon ab. Was hast du gedacht? Ja gut, machbar ist es natürlich, aber wenn die Abwehr dauerhaft oben ist, dann dauert das einfach ein bisschen zu lange. Oh, komm hier nach draußen, schön. Oder bin ich jetzt verkehrt gelaufen? Ja, war ich verkehrt. Geht's hier lang. Genau. Nämlich tiefer in die Höhlen hinein. Und da sieht man auch schon den ersten Mob. Den ersten größeren. Und eine Kiste, ja. Müssen wir hin. So, der steht nicht mehr so schnell auf. Und Becher des Bösen. Gegengift und unübertroffener Krieger des Ostens. Brauchen wir alles so gar nicht. Oh, hier ist eine Leiter, da kommen wir noch nicht hoch. Müssen wir erst runterkicken. Von hier draußen. Dachte ich jetzt. Aber zur neuen Etage höher. Sind wir rechts um die Ecke. Sagen wir ihm erstmal guten Tag hier. Also ich habe ja das gesehen, dass da irgendwas geleuchtet hat, aber ist nicht gedacht, dass explodiert. Schön, schöner Trick. Hier muss jetzt die Leiter sein, oder? Ja, genau. Haben wir hier schon mal eine Abkürzung. Falls wir mal drauf gehen sollten. Wo sind wir überhaupt hier? In irgendeinem Bergmassiv auf jeden Fall. Sehr verwinkelt wieder. Da unten. Ha. Läuft gesocks rum wieder. Hier atmet irgendjemand schwer. Was ist denn hier los? Hört sich so an, als ob es hier irgendwie... Da oben? Ich kann höher nicht gucken. Irgendwie hinter dem Gemäuer ist irgendwas. Gehen wir mal rechts lang. Gehen wir da hoch. Auch nicht korrekt speichern. Wunderbar. Ja, das hört sich so an. Ja genau, man kann da auch hin. Oder? Kann man von hier vielleicht drüber springen? Da liegt ja auch jemand. Wir müssen da irgendwie hoch. Hab ich denn da irgendwas übersehen? Nee, gehen wir mal einfach mal hier lang. Vielleicht können wir hier noch irgendwo hochklettern an der Seite. Ja, oder es geht erstmal... Hoch, dachte ich, aber nein, es geht eher runter. Naja, irgendwas ist hier noch. Hier können wir runtergehen. Mal kurz hier rein, mal kurz mal runterlauern. So, unser jetziges Ziel ist nämlich, verfolge Kelly auf seiner Flucht nach Ibukijama. Okay. So, da zünden wir mal und nehmen noch was ein. Ach nö, ne?
Nope. Ah, der stunt einen sehr, sehr, sehr schnell. Und nimmt auch nicht allzu viel Schaden, aber gut. Bisschen krampfig, aber letztendlich dann doch gestorben. Gehen muss. So. Gehen wir mal hier hoch. Oder? Gehen wir hoch? Dann können wir erstmal unten gucken. Ja, hier ist noch allerlei. Vielleicht hätten wir in dem unteren Gebiet. Ach, wir kommen auch später nochmal in das untere Gebiet. Wir gehen jetzt mal nach oben jetzt. Irgendwie zieht es mich hoch. Können wir schon mal hier rein. Und wir könnten weiter. Ah, machen wir eins nach dem anderen. Ah, hier geht's auch lang. Okay, dann geht's wahrscheinlich von links und rechts da lang. What? Ah, sehr schön. Ja, cool. Sehr gut, da sind wir doch direkt hier wieder vor Ort. Können wir den direkt mal wieder nochmal aufs Maul hauen hier. Ja, du hast es auch nicht leicht, ne? So, Rahmenflügelgewehr scheint nicht stärker zu sein. Den hatten wir schon. Gehen wir mal hier lang. Ich würde gerne nach ganz, ganz oben erstmal. Da geht's lang, genau, hier ist er noch. Ach, sollen wir den mal mitnehmen einfach hier? Den. Machen wir den mal. Oh, da ging's schon. Da ging's schon runter. Ach, ich wusste jetzt. Hab ich das gar nicht gesehen. Ich dachte, da wäre noch eine Plattform. Oha. Ja, nee, unsere 375.000 Amritas möchten wir uns natürlich wiederholen. Und zwar so schnell wie möglich. Deswegen wäre Sterben jetzt nicht so gut. Die müssen wir uns mal schnell wiederholen. So, alles andere ist erstmal egal. Lass von denen doch einfach mal da stehen. Ah, ich glaube, das war besser wieder. Ne? Haben wir wieder was Besseres gefunden hier. Ich glaube schon. Muss bei Zeit mal wieder was eintauschen hier. Da, guck mal hier. Ah, 698 sogar. 698. Das ist natürlich heftig. Wo haben wir den denn aufgesammelt überhaupt? 698. Sushido Kusarigama.
Naja. Den nehmen wir jetzt erstmal. Knapp 700 Schaden, dann ist es schon eine Nummer. Aber genau das brauchen wir auch, wenn wir mit 17 Leveln quasi im Rückstand sind hier. Wobei es bis jetzt wirklich noch keine Anzeichen sind von, dass wir hier irgendwie total ablosen würden oder so. Zum Gegenteil. Hui! und da lauert wieder einer hier, diese Kollegen da. Die einen so unangenehm greifen können, dann voll rotzen mit Gift. Aber diesmal nicht, mein Freund, diesmal nicht. So. Wo sind wir denn jetzt hier? Hier sind wir lang gekommen, ne? Oder? Ne, ist mal gar nicht. Hier geht's weiter. Das Grillmeister Kevin. Ist ausgegrillt. So. Schön Dach noch. Ach, da können wir dann auch noch mitnehmen hier. Wir lassen ja nichts verkommen. So, diese roten Dinger, die explodieren. Ne? Da sollte man nicht, haben wir gelernt, da sollte man nicht einfach drüber laufen. Die machen da irgendwie Explosionsschaden. Und hier, schwupps, sind wir wieder draußen. Ja. Wir gehen jetzt ganz den Berg hoch. Jetzt ist natürlich die Frage, ob wir uns unten nochmal, ob wir irgendwann nochmal nach unten kommen. Vielleicht gibt es ja oben eine ganz, ganz lange Leiter, die uns nochmal ganz nach unten führt. Das wäre cool. Weil den unteren Bereichen haben wir eigentlich noch gar nicht abgecheckt. Lass uns einfach mal überraschen. Vielleicht haben die Entwickler das ja gemacht. Mein Gott, der zieht da jetzt schon einiges ab. Zieht dann doch schon einiges ab hier. Aber wir tun das auch noch. Wenn wir in der hohen Haltung sind zumindest. Manchmal verschiebt er sich auf die mittlere, ohne dass ich irgendwas gemacht habe. Ja, es geht immer höher, immer höher, immer höher. Und hoffentlich irgendwo ein neuer Schrein. Hier geht's wieder rein. Gucken wir nochmal draußen vorher. Ah, hallo. Gut versteckt, mein Kleiner. Aber nicht gut genug. Ja, also merken, hier können wir rein. Hier ist ein bisschen Bambusgewächs. Aber schön. Die hauen sich gegenseitig aufs Maul. Na gut, dann lassen wir die mal machen da. Wollen wir sie nicht stören. Und erkunden stattdessen mal hier den Innenbereich. Ein wenig. Oh oh.
So, wo geht's denn hier jetzt mal wieder hin? Also ich glaube, das ist auch ein Level, da kann man mal so ein bisschen die Orientierung verlieren. Die Kiste ist auf, hier waren wir schon. Tatsächlich. Aha, aha. Na gut. Wenn wir hier schon waren, dann müssen wir hier jetzt erstmal nochmal nicht hin. Dann können wir als nächstes mal hier über den Stieg gehen. Oder sind wir hier lang? Natürlich, hier waren wir doch schon. Dann gehen wir nach oben jetzt. Leisten wir den beiden Duellanten mal Gesellschaft und stiften ein bisschen Verwirrung. Mit einem Kopfschuss. Anstatt sich zu bedanken bei uns, dass wir seinen Kontrahenten erlegt haben, greift er uns auch noch an. Was ein Sack. Schreien. Gib mir ein Schreien. Oder ein Haus mit Inhalt eines Schreins. Oder eine Tür. Oh. Das wollten wir jetzt nicht. Oh, scheiße, komm ich raus. Ah, okay. Die Kollegen sind mittlerweile wirklich auch so was wie Standardgegner. Also, die sind eigentlich immer schnell. Schnell erledigt. Jetzt habe ich gerade selber nicht gelesen. Irgendwann von bedauerlich und da. Ach, da ist ein Schrein. Schön. Schön, 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 schön. Moment, können wir jetzt? Ja, können wir. Wir können uns einmal aufleveln. Und jetzt kommen wir nämlich mit dem Aufleveln zu einem Punkt, wo ich ehrlich gesagt jetzt überlege, was sollen wir überhaupt noch aufleveln? Ja, ich habe so das Gefühl, dass wir eigentlich gar nicht höher müssen. Zwingend. Ja, also hier mit unseren Waffen kriegen wir immer nur einen Punkt. Ne? Also da tut sich jetzt bei Waffen, tut sich da einfach nicht mehr viel. Also am sinnvollsten, ich weiß nicht, Yokai-Schutz ist natürlich immer gut, ein bisschen noch Schutz für die, bei den Yokais zu haben. Schutzgeistbindung, ja. Ich denke, so 25 ist auf jeden Fall das Level-Cap hier so. Frage ist Ausdauer. Müssen wir eigentlich auch nicht haben, ne? Schwere Rüstungen sind nicht nötig. KI brauchen wir auch nicht mehr. Tja. Leben haben wir eigentlich auch genug, ne? Und kriegen wir auch hier unten. Also würde ich sagen, machen wir einfach Magie. Ne? Da haben wir unten noch ein bisschen Yokai-Schutz, der also gegen die Bossgegner quasi halt, ne? Und oben haben wir halt noch plus 5 Leben. Und die Magiekraft und Zauberenergie und so, das ist halt noch ein bisschen verstärkt. Erscheint mir jetzt im Moment am sinnvollsten, dass wir hier vielleicht Magie und Geist noch auf 25 bringen. Und dann ist aber auch Schluss, also. Ja, ich meine, PvP soll ja auch noch kommen und ein bisschen was muss man ja irgendwie besonders gelevelt haben, finde ich. Sonst, wenn alle alles aufleveln, ist ja auch irgendwie uninteressant. Also machen wir mal Magie auf 25 noch. Ich trinke mal kurz einen Schluck. So, und da bin ich wieder. Ja, okay. Haben wir das soweit? Ja, ich denke, das ist gut, dass wir das noch machen. Vielleicht Magie noch auf 25, Geist noch auf 25. So, und dann ist dann Ende. Ne?
110 oder so, 115, mehr muss einfach nicht sein. Ja, vielleicht noch 5 in den Körper oben, dann haben wir ein Level von 120, dann haben wir eigentlich so das Dark Souls Level, PvP Level erreicht. Das könnten wir vielleicht noch machen. Müssten wir uns vielleicht mal informieren, wie hier so das, wie die Community das hier so einschätzt, wie hier so PvP Level ist, aber ich könnte mir vorstellen, so 120, dass das dann so ein ganz guter Bereich wäre. Okay. Mutmaßungen, wir werden es später erfahren. Ich glaube, in ein paar Wochen wollten sie hier noch PvP einfügen. Ich weiß nicht genau wann. Aber allzu lange wird es wohl nicht mehr dauern. Wir werden auf jeden Fall jetzt hier weitergehen. Und jetzt geht es auch wieder runter. Vielleicht kommen wir ja sogar noch ganz unten. So einmal um den Berg rum quasi. Lass uns überraschen. Oh, wieso hat der gerade nicht getroffen? Das war komisch. Hey, tschö. Das haben sie ganz witzig gemacht, diese Animation, ne? Wenn die so irgendwie so runterfallen, so von den Kanten, so dieses Huah, noch so ein bisschen kurz balancieren, dann doch irgendwie so wegkippen. Hat man schon öfter gesehen hier im Spiel. Finde ich witzig. Ach ja. Tenardoari! Ein Monster auf der Brücke. Wie entzückend. Ja, da war lieber weg. Ja, ist klar. Hallo? Ja, okay. 1-0 für dich. Gefolgt vom 1-1. Wow! Nein! Ja, schön! Schöne Animation! Gerade noch gesagt, ja, herrlich. Sah toll aus. Ah. Ja. Das war die Strafe wieder, ich weiß. Ich wollte eigentlich jetzt mich nur umdrehen. Mich zu weit umgedreht. So, jetzt ist gut. Jetzt hier. Da geht jetzt auch nicht weiter. Hallo Vogel. So. Moin. Wir rennen einfach mal vorbei hier. So machen wir das jetzt. Dann machen wir den lästigen Vogel hier oben fertig. Wo ist er denn? Da unten ist er. So. So einfach geht das. Man kann es auch sich einfach viel, viel einfacher machen. Indem man so ein Gesindel einfach ignoriert. Geht's dann hier lang? Na? Schon ist das alles viel bequemer.
dachte er. So. Was ist bei jetzt wieder? Jetzt geht's wieder hoch. Wieso wieder hoch? Wo sind wir denn jetzt? Eieiei. Oh, Yoga Razukusi Ragama. Ja, jetzt ist er auch wieder stärker. Jetzt geht's aber langsam los hier, oder? Ich habe gerade nicht gesehen. Mal gucken hier. Yoga Rasi, war da irgendwas bei? Okay, das war das. Nö. Nö, da behalten wir jetzt unseres. Und da? Ne, da, ach, das ist ein Heil. Ein Bad, eine Therme. Das gönnen wir uns jetzt. Ah, herrlich, herrlich, herrlich. Fehlen nur noch die Geishas. Okay, dann gehen wir frisch gewaschen und gebadet und fit. So, hätten wir mal gut hier. Der lästige Geballere. Okay. Dann geht's für uns wieder nach. Ja, wohin geht's? Nee, nicht ganz hoch, so einfach in den Berg rein. Ja, wie gesagt, unten haben wir einen Bereich, haben wir noch ausgelassen. Müssen wir mal schauen, ob wir da nochmal später zurücksprinten oder ob wir nochmal nach unten kommen. Aber man kann eben nur eine Sache machen. Sieht aus wie ein Tor. Nope. Problem gelöst. Oh, hier ist auch eine Versammlung. Oh, da ist jetzt aber gerade Alarm ausgebrochen. Ja. Rückzug. Manchmal ist Rückzug eine gute Idee. Jetzt zum Beispiel. Dann zieht man sich die nämlich mal schön raus und geht dann wieder. Nein. Was mache ich? Hüpf, spring! Oh, was war das denn? Och nö, was war das denn dämliches? Da hat er sich nicht mehr gefasst. Och. Okay, kurzer Sprint. Kurzer Sprint. Den beachten wir hier gar nicht. Und rennen einfach wieder zu unserer Stelle.
Schwupp, sind wir wieder da. Muss man auch nicht unbedingt schneiden, denke ich, ne? Da sind wir wieder. Hallo Vogel. Schön, dass du gewartet hast. Hättest dich mal besser hier in den Felsen krallen können. Dann wäre noch besser gewesen. Na, dann gibt es eben nochmal einen Kopfschuss zur Erinnerung. What? So. So, wie Moses durch das Meer. Oh, jetzt nicht nochmal. Mach mal lieber unsere Haustaktik. Und wieder verarscht. Jetzt bitte nicht wieder selbst verarschen und runterfallen. Gut. Dann. Hickedu! Hickedu! So, nächster Schrein. Wäre fein. Yari Ori Hammer. Und hier ist jetzt die monströs geilste Rüstung ever drin. Schade. Ah, ich hatte mal bei jemandem Krupp, also mit jemandem Krupp gespielt und der hatte so eine mega coole Rüstung an und ich habe die bisher noch nicht gefunden. Ich weiß nicht, wo er die her hatte. Die sah einfach nur richtig cool aus. Bringt auch nichts, wenn ich die jetzt mit Worten beschreibe. Die müsst ihr sehen. Sollte ich sie finden, zeige ich sie euch sofort. Richtig geiles Ding. Ach, jetzt sind wir hier. Guck mal. Alles klar. Gut. Wissen wir das auch. Verwinkelt. Ah, hallo. Tja, ich denke zumindest die Hälfte von den Männchen haben wir gefunden. Von den Kodamas. Schätzungsweise. Okay. Dann geht's weiter. Müssen wir mal schauen, wo am besten. Ich glaube, hier unten ist noch nichts mehr, ne? Hier unten war es das dann. Können wir hier weiter hochgehen. In das Gebäude rein oder in den. Wir sind von hier gekommen, genau. Können wir jetzt entweder hier hochgehen. Oder, ich würde sagen, gehen wir erstmal hier rein. Hier ist vielleicht noch eine Speichermöglichkeit. Hier ist vielleicht noch ein Kodama versteckt. Nein, diesmal nicht. Ah, genau. Zack. Oh, da in der Ecke ist noch einer. Na, begib dich mal zu deinen Freunden. Komm.
Ja, okay, würde ich sagen. Hier machen wir einen Cut, bevor es hier nach ganz, ganz oben geht. Ja, haben wir jetzt, glaube ich, was haben wir, 40 Minuten oder sowas um den Dreh. Muss ja auch nicht immer eine Stunde sein. Es sei denn, ihr schreibt irgendwie mehrere in die Kommentare, ja, doch, Stunde ist geil oder so, aber wenn mal eine halbe Stunde, mal eine Stunde, mal 45, irgendwie sowas. Ja, ich denke, es ist ein ganz guter Zeitpunkt, um mir einen Cut zu machen. Dann geht es nämlich im nächsten Part hier gleich die Treppen hoch in das Gebäude da oben. Ja, ich bedanke mich immer fürs Zuschauen bis hierher und ja, nicht vergessen zu liken, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Vielen Dank und bis zum nächsten Part und ciao. Und da sind wir wieder. Willkommen zurück bei Nior. Ja, und wie versprochen geht's jetzt direkt hier diese Treppen oder Stiegen, wie auch immer, nach oben. Und wir schauen mal, wer oder was uns da oben erwartet. Ich rechne, ehrlich gesagt, mit nichts Gutem. Und freue mich drauf, das gleichzeitig. Aber wir müssen jetzt mal schauen, ob wir hier, bevor wir reingehen, noch was finden. Ja, Männchen. Niemand kommt hier vorbei, sagt er. Ach ja, ach, witzig, witzig, witzig. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob wir überhaupt hier weiterkommen. Ach, da ist noch eine Tür. Gut. Dann geht's hier wohl jetzt ins Eingemachte oder ins Innere des Berges erstmal. Ins Innere des Berges. Oder? Doch, ein Bosskampf. Haben wir den schon erreicht hier? Nee. Anscheinend schon wieder. Doch. Wer kommt denn jetzt? Ist das hier schon der Mitsunari oder Kelly? ここで打たれるわけにはいかぬ。ケリー殿の錬金の極意によって太閤秀吉様を復活させる忠義による精錬の世の礎を。あんたにはせいぜい時間を稼いでもらうとしよう。Oops. Resurrect the most brutal overlord of the new world. Ja, sieht das schön aus. Da rennen wir erstmal einen Meter. Guck mal, was der so macht. Der folgt uns. Ich glaube, die Stelle ist ganz gut. Das war nicht so gut. Rennen, 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 rennen. Ach, schön, hier hat man viel Platz. Hier kann man mal ein bisschen hier... Geht mal ein bisschen nerven und hier schon mal schön ein bisschen tanken. Ja.
Nope. Come baby, come baby, come baby, come baby. So, das war die Mission. Da haben wir doch geschafft hier. Da hätte ich ja eben gar keinen Cut machen müssen hier. Wegen diesem Lurch. Na gut, dann füge ich das hier wieder zusammen, die beiden. Den kleinen Schnipsel hier. Und dann haben wir nämlich dann den kompletten Bereich hier zusammen erledigt. Ja, das weiß man natürlich vorher nicht, ob hier ja, oder wie weit es noch geht. Man hätte es vermuten können, dass hier die Treppe, dass es hier dann irgendwie der Endgegner ist, aber wissen nicht. Ist aber auch egal, wir packen es hier in einem Part und beamen uns jetzt erstmal zurück zur Karte, es sei denn, es kommt noch eine Zwischensequenz. Wir schauen mal. Besessen von Izuna durch Geisterung. Dann haben wir einen neuen Seelengeist. Eine Schlange. Sieht aus wie eine Schlange. Ja, die schauen wir uns mal an. Das schauen wir uns auf jeden Fall mal an, was die kann. Wie viel Prozent die verstärkt und wie die Macht ist und diese ganzen Sachen. Wie schnell sie sich wieder auflädt. Und wir gucken auch mal, was hier jetzt, wie es weitergeht. Abgeschlossene Mission, ein entweiter Heiliger Berg war das, genau. Nachdem ich meinen Meister getötet habe, lebe ich nur noch weiter, um diesem Land endlich zufrieden zu verhelfen. Sir Anjin, ich flehe dich an, halte Kelly auf, bereite diesem sinnlosen Krieg ein Ende. Yo, Tenkai, wir sind ja schon recht nah dran, so wie es aussieht. Die Mission, ein wahrer Ninja, wurde zum Dojo hinzugefügt. Die Mission, eine größere Harmonie, wurde zum Dojo hinzugefügt. Zwielichtmission, Böses in der Luft, freigeschaltet. Okay, also wir haben hier eine Hauptmission, Nebenmission. Das ist also eine Nebenmission noch und dann eine Hauptmission und Zwielichtmission. Die sind aber schon erledigt. Die habe ich schon gemacht. Also ist eigentlich jetzt hier noch so eine Nebenmission. Ich denke, die mache ich mal jetzt so außerhalb. Das ist ja wieder dasselbe Gebiet. Das wird nicht allzu interessant sein. So dass wir uns sehr wahrscheinlich im nächsten Part dann mit der nächsten Hauptmission namens Samurai aus Sawajama mit Schwierigkeitsstufe 4 wiedersehen werden. Alright, dann sage ich ciao und hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis dahin, macht's gut und ciao.